Shadrat, die geteilte Stadt mit einer einzigartigen Architektur. Was und wen ihr dort findet, erfahrt ihr hier im Video. Hey, ich bin der Fuchs und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um World of Warcraft. Aktuell arbeite ich am World of Warcraft Quest-Weltrekord mit über 9000 Quest-Videos und wenn du mich unterstützen willst, dann lass doch jetzt ein Abo da. Mit Shadrat teilen sich Horde und Allianz zum ersten Mal in World of Warcraft eine Hauptstadt. Die Stadt des Lichts ist das erste große Gebiet, in dem die Fraktionen zum friedlichen Zusammenleben gezwungen sind. Ursprünglich war Shadrat die Stadt des Lichts, die größte Stadt der Draenei auf Draenor, ehe sie von den Orks nahezu vollständig vernichtet wurde. Jetzt steht sie unter dem Schutz der Naru, Geschöpfe aus reinem Licht, und dient als sicherer Hafen für alle Völker, die Schutz vor dem Krieg suchen. Hier begegnet ihr den beiden neuen Fraktionen, der Aldor und der Seher. Die Aldor sind die Priesterschaft der Draenei und folgen den Naru. Die Seher sind hingegen eine Splittergruppe der Armee von Prinz Kaeltas, die den Methoden ihres ehemaligen Anführers nicht mehr einverstanden ist. Die beiden Fraktionen sind verfeindet. Ihr müsst euch entscheiden, welcher ihr beitretet. Den Grundstein dazu legt die Quest Adal, die ihr mit Stufe 60 beim hageren Kriegsveteran in Shadrat annehmen könnt. Die beiden Fraktionen gewähren euch verschiedene Belohnungen und spielen im Verlauf der Erweiterung immer wieder eine Rolle, da ihr hier etwa einige Setteile aus Schlachtzügen eintauschen und darüber hinaus besondere Verzauberungen für eure Items erhalten könnt. Shadrat selbst dient allerdings auch als Anlaufstelle für alles, was ihr so braucht. Ihr findet hier Händler, Gasthäuser, verschiedene Quests und Lehrer für allerlei Berufe. Auch einige andere Fraktionen von Burning Crusade haben hier einen Außenposten. Besonders praktisch sind die Portale in alle Hauptstädte eurer Fraktion, sodass sich Shadrat hervorragend als Ort für euren Ruhestein eignet. Das untere Viertel. In Shadrat spielt sich für euch das meiste in den Bereichen eurer Fraktion oder auf der Terrasse des Lichts ab. Aber denkt daran, dass die Stadt auch ein unteres Viertel hat. Dort findet ihr nicht nur fast sämtliche Lehrer und Händler, sondern eine ganze Fraktion des unteren Viertels. Mit genügend Ruf bei den Flüchtlingen bekommt ihr nützliche Items und sogar einen Schlüssel, mit dem ihr bestimmte Dungeons auf heroischer Schwierigkeit betreten könnt. Wer noch nie da war, sollte Shadrat auf jeden Fall mal besuchen und auch untersuchen. Ja, mein Lieben, und jetzt wünsche ich euch wie immerhin viel Spaß in World of Warcraft Classic und natürlich auch in Retail. Und ja, bis zum nächsten Video. Bis dann, euer Fuchs.